Hallo und zurück bei Alan Wake. Ist jetzt wieder mal ein paar Stunden vergangen. Jetzt bin ich hoffentlich ausgeschlafen mehr für diesen hübschen Fight, der gleich kommt. Und dazu gleich passend das Radio einschalten. Boah, da kommt schon gleich der erste. Paribert, genau. Paribert haben wir ihn genannt. Und... Scheiße. Stirb! Ich hab eine Lampe. Du nicht. Okay, er hat eine Axt. Ich weiß nicht, ob ich ihn cooler finde, aber ich habe eine Schrotflinte. Ha! Und ich bin schon wieder fast am Verrecken, aber das ist in Ordnung. Ich habe Leuchtfackeln. Oh, Gott sei Dank habe ich die auch noch. Ich sehe nichts mehr. Stirbt! Ah! Der hat immer noch eine Axt. Und ich weiß, es kommen gleich mindestens noch zwei weitere. Ach, der ist... Der ist schon durchleuchtet, ausgezeichnet. Oh, da ist er ja schon, der nächste Haribert. Komm schon. Lass mich nicht im Stich, Taschenlampe. Super. Na, gleich drehe ich mich um und da sich auch einer. Hey, ausnahmsweise nicht. Au, da, da, wie ich gesagt habe, da kommt die. Och, jetzt kommt schon. Ich habe nur Augen auf einer Seite. Oh, verdammt. Oh, super. Okay. Oh, das schaffe ich schon. Wir haben eine Taschenlampe. Ich werde dauernd beworfen. Welche Sau macht das? Du warst das. Ja, komm. Und da haut mich der eine. Was hat er mit dem Hammer nieder? Schweinerei. Egal. Ich bin schon besser als gestern Nacht, als ich nicht ausgeschlafen war. Und auf ein neues, neue Runde, neues Glück. Ey, cool, ich kann den anleuchten und die Waffe wechseln. Viel besser als wie ein DayZ, da kann er das nicht. Der hat einen Hammer, oder? Keine Ahnung, was der hat. Naja, es ist eine umgeknickste Schaufel, eine Hacke oder so. Au. Ah, schade. Ich dachte, ich kann ihn... Oh, hey, noch einen Millimeter leben, bitte, Jungs. Das wird noch. Okay, so viel Zeitlupe hatte ich noch nie an einem Stück. So, kommt von rechts irgendwas? Nein, super, dann kann ich hier noch weiter totleuchten. Oh, fuck. Oh! Ja, mit einem leeren Magazin kann man nicht mehr viel erreichen. Ja! Okay, wenn wir gerade in Ruhe gelassen werden. Aua! Och, komm schon! Ich hasse das. Egal. Immer schön das Radio anschalten. Und jetzt der neue Song. Das ist eine tolle Band. Knights, Poets of the Fall, genau, mit dem Lied War. Wir haben auch das Endlied zum ersten Max Payne-Teil gemacht, womit die auch berühmt wurden. Ha, ich recherchiere gut auf Wikipedia. Ach komm schon. Oh, weg da! Es ist unfair! Ach ja, das war ja klar. Drängen einen drei Leute in die Ecke. Das ist kein Wunder, dass wir die einen Toten töten. Toten. Toten. Toten, Toten. Und jetzt der neue Sänger. Egal, wir haben ja die Nachtzeit. In Alan Wake wird es ja eh nie Tag. Da könnt ihr 20 Stunden lang wahrscheinlich rumlaufen. Er braucht schon Tag. Stirb, Haribert! Ah, oh, das ist ein... Aha! Achso. Er war noch gar nicht befreit von der Dunkelheit. Oh ja, hey Kumpel, was hast du denn in der Hand? Ist das ein Ast? Alter Schwede, du willst mich mit einem Ast töten? Och. Weg da, Alan! Boah, Gott sei Dank habe ich noch eine scheiß Leuchtfackel parat. So, das ist jetzt eine super Methode, um kurz mal das Weite zu suchen. Bam! Zwei mit einem Schuss. Ach komm, verreck endlich. Super. Aha, das ist aber weit daneben, Kollege. So, da müssen wieder die Batterien zu Ende gehen. Werde ich mal wieder meine zweite Leuchtfackel benutzen. Ah, eine haben wir noch. Das wird noch was. Okay, so wird das natürlich nichts, wenn ich das...
Ich habe noch Mist. Und bitte lass das. Bitte lass das den letzten sein. Und. Oh ja, genau. Laden. Haha. Bin ich gut oder was? Eindeutig oder was? Oh, darauf noch einen Schluck. Und da hinten haben wir noch irgendwas. Oh, Munition. Ja, soll ich auch nicht hinein. Oh. Na, super epische Musik im Hintergrund. Okay, und jetzt verlassen wir diese nette Lagerhalle mit ihrer, mit ihrem Charme und ihrer Atmosphäre. Und rennen zum nächsten Kontrollpunkt. Yeah. Was haben wir da vorne? Das Kraftwerk. Yeah. Was da? Muss ich über den Fluss schwimmen? Ah. Schwimmen ist eine schlechte Idee. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah. Aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Ja, schwimmen wissen wir, haben ja letztlich mal gesehen, was passiert ist, als ich meinen verdammten Zeh in dieses Wasser gehalten habe. Pfff, tot. Ein Flackel-Symbol. Flackel. Jawohl, Flackel. Oh, Blendgranaten. Blendgranaten sind toll. Ich liebe Blendgranaten. So, na, ja, das machen halt alte Frauen, die in Krafthäusern wohnen. Sie meinen Fackelsymbole. Ja, hey Kollege, das war schockierend. Ach, ja. Ich wäre ein super Actionheld geworden. Ja. Aber eine Karriere beim Film habe ich bisher noch nicht erreicht. Macht nichts. So. Oh, noch ein Checkpoint, super. Munition. Munition soll ich auch nicht, nein. So, was haben wir denn alles? F-Schuss für die Schrotflinte. Wechseln wir mal zum Revolver mal wieder. Abwecken. Was? Die meisten hier sind gut ausgebildet, auf jeden Fall. Alter Schwede, warum treffen die so gut? Die können doch keine Ahnung, solche schweren Gegenstände mit solcher Akkuratät. Ist das ein Wort? Wir sind auch schon später. Wie auch immer. Ihr könnt mir nichts. Ach, was für billiges Licht. Wer hat das Licht kaputt gemacht? Da war gerade eben noch ein Licht. Hm, Schweine. Nichtsdestotrotz, was haben wir sonst noch? Haben wir hier was? Nein. Strom, okay. Alle wissen, dass wir... Boah, wo bist du noch einmal, Herr Kollege? Ja, genau. Ich benutze auch meine letzte. Ach, verdammt. Ich dachte, ich kann auch in das Strom... Gitter schubsen damit. Da müssen wir ihn halt auf die altmodische Weise erschießen. Und eine Manuskriptseite mal wieder. Wo haben wir es denn? Wakes Plan. Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Mhm. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Na, jetzt haben wir endlich mal eine Idee, was wir eigentlich machen müssen, quasi. Wir müssen zurück in die Hütte und das Ende schreiben. Notfallkasten. Ich liebe Notfallkästen. So, wo geht's weiter? Was haben wir da drüben? Okay, da ist nix. Oh doch, da ist nun wieder. Zwei Kollegen. Komm, ein bisschen weiter. Yeah, bam! Kollateralschaden, was? Nettes Achievement. Okay. Also ich bin jetzt, ich gebe zu, ich bin kein Experte jetzt für Medizin oder für menschlichen Körper, aber ein Schlag mit einer Axt auf dem Rücken sollte eigentlich tödlich sein. Besonders wenn der Schläger 2 Meter groß ist. Und Bauarbeiter ist oder Holzfäller oder sowas. Die sollten eigentlich ein paar kräftige Oberarme haben. Naja, sollten. Was haben wir denn hier? Knopf benutzen. Nichts. Na, dann gehen wir da halt hoch. Ja, genau. Nein, kommen wir zurück. Hochklettern. So. Ach ja.
Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Ah, die alte Schanzel beschwert sich drüber. Was soll sie doch machen? Hui, das war Absicht. Eine Absicht. So, haben wir noch irgendwas. Wasser, ganz schlechte Idee. Oh, eine Brücke. Ja, Brücke gefällt mir noch ein bisschen besser als wie Schwimmen. So, Checkpoint. Checkpoint Charlie. Raben, die nicht gefährlich sind. Ich habe schon lange keinen Kaffee mehr gefunden. Ich brauche mehr Kaffee. Koffein-Junkie. Alan Wake halt zumindest. Ich nicht. Ich trinke ganz wenig Kaffee. Und Rev. Wow! Wo kommst du noch einmal her? Au! Schwein! Stirb! Gut bezahlte Sicherheitsleute ist heute eindeutig schwer zu finden. Yeah! Leuchtpistolen. Jetzt bin ich glücklich. Ich sollte viel mehr mit der Leuchtpistole schießen. Oh, Batterien. Und ich habe die Brücke aktiviert. So, dann gehen wir mal drauf. Wow. Boah, ist das ein Highspeed-Tempo. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh Gott. Mein Gott, schwimmen geht ja schneller, als wie die Brücke sich da bewegt. Was? Gehst du jetzt rückwärts? Na, wehe dir. Ich hätte dich umgebracht. Endlich. Oh Gott, mir wird schlecht. Mehr Vögel. Was, Vögel? Oh fuck, Vögel. Au! Scheiß Vögel. Wow! Das sind aber viele Vögel. Ja, ja, nicht mit mir. So, wo kommt die nächste? Ah! Oh Gott, mir geht's gut. Jawohl, und wieder ein Schwarm erledigt. Achso, ich bin da. Super. Bitte, die beste Waffe im Spiel. Feuern wir einfach einen Schuss in die Luft hinein. Ist ja nicht so, dass ich nur einen Schuss pro, keine Ahnung, pro zwei Level finde oder so. Wurscht, so. Wollen wir uns nochmal Nightspring anschauen? Davon, Schmetterlinge zu sein, oder sind wir Falter, die das Menschsein bräuchten? Okay, dann solche ist das... philosophischen Gedanken sind immer... Oh, ich liebe diese Serie, die ist so schlecht geschauspielert. Boah, robuster Fernseher, Schrotflintenschuss aus nächster Nähe überstanden. Mangel an Kreativität. Hallo Martha, was wolltest du mir zeigen? Olivia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Oh, was sind hier? Was finden sie nur im Keller? Ja, sicher. Wir sagen fantastisch zu einem Loch, was wir im Keller finden. Ich nicht da wäre, aber oh, ich kann es nicht ansehen. Ja, das tut mir leid. Oh, wo kommen Sie denn her? Nun, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hier gebracht? Du kannst eindeutig zu wenig zerstören. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, was ist die Auflösung nur zu diesem faszinierenden... Tatsächlich ist es ein Fehl von Realität. In Marthas Keller? Ja, in Marthas Keller. Ja, dabei lief es so gut, ja. Ich erfand zwei alte Daten und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Sind da Scheiben da drin? Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Ja. Wieso kann ich die Scheibe nicht kaputt schießen? Das ergibt keinen Sinn. Ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Oh, diese Serie ist so faszinierend. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie. Nichts für ungut. Aber ich weiß nicht.
weitergeht. Tja, wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Oh Gott, die Serie ist so schlecht. Oder nee? Egal. Ein Heli. Okay. Yeah, wir haben Unterstützung, Heli-Unterstützung, Luftunterstützung, wie man es auch nennen mag. Es ist Unterstützung. So, haben wir da unten noch was? Nope. Die Wände leuchten, irgendwo noch ein Flackelsymbol. Nein. Wow. Kommst du noch einmal her? Was zur Hölle? Revolver-Munition verbraucht? Das habe ich ja noch nie geschafft. Au, wo kommt der? Ach da, von da hinten. Bam, Headshot. So, haben wir da hinten noch irgendwas? Nicht wirklich. Oh doch, da. Monster. Gegner, wie auch immer. Besessene. Wie man es halt auch nennen mag. Ich habe mal die Schatten. So wie es im Manuskript geschrieben ist. Oh Gott, ich habe Angst. Jetzt reicht's mehr. Wuhu! Drei mit einem Schuss. Oh, eine Leuchtfackel. So, das war noch nicht mal der letzte. Na gut. So, das war er. Gehen wir mal weiter. Oh Gott, noch mehr von den Dingern. Komm schon, ich kann dir helfen. Na gut. Oh, noch ein Flackelsymbol, das finde ich geil. Jawohl, Leuchtpistolenmunition. Das ist immer gut. So. Dann gehen wir jetzt ins Kraftwerk. Ah, ein Checkpoint. Gut. Und was wir im Kraftwerk sehen, das sehen wir dann im nächsten Teil.